Heute steht ein Testspiel an. Wir begrüßen Sie herzlich dazu und hoffen, dass Sie sich wie wir auf diese Begegnung freuen. Schauen wir noch mal kurz auf die zwei Spieler, die heute den Unterschied ausmachen könnten. Beides absolute Topspieler. Auf die wird es ankommen. Klasse Stimmung hier im Weiten Rund. Da sieht man wieder mal, welche Begeisterung die Fans für den Fußball entwickeln können. Und es ist schön, dabei sein zu dürfen, Wolfi. So macht Fußball richtig Bock. Das ist die Aufstellung, mit der Hannover in dieses Spiel geht. Bei Ihnen sehen wir heute ein 4-4-2 mit Raute, Buschi. Und entsprechend wird der offensive Mittelfeldspieler die Stürmer vorne natürlich verstärkt unterstützen. Ich finde, das ist, so wie sich da darstellt, eine variable Aufstellung. Die Ticketpreise werden immer wieder kritisiert, aber schauen wir uns hier im Stadion um. Alles voll. Die Menschen strömen immer und immer weiter. Und daran, Wolf, erkennt man natürlich, welche Bedeutung der Fußball heute hat. Vielleicht ist er in diesen Zeiten sogar noch wichtiger als früher. Und jetzt geht's los. Der Schiedsrichter pfeift die ersten 45 Minuten an. Pass wird abgefangen, aber das war auch wirklich kein gutes Zuspiel. Schwache Aktion, Ballverlust. Da wäre Platz auf außen. Er hat Zeit, jetzt eine gute Flanke. Situation geht weiter, immer noch gefährlich. Wenn es jetzt schnell geht, dann wird es gefährlich. Ja, mit viel Übersicht kann er was draus machen. Kein guter Abschluss. Ecke kommt an die Latte. Der Torwart ist schon geschlagen, aber trotzdem nicht der Treffer. Was ist denn da schiefgelaufen? Den muss er ja machen. Waldemar Anton, Ballverlust. Ganz souverän hier vom Torhüter. Stendera. Macht er gut. Jetzt kommt der Schuss. Da ist das erste Tor und das Spiel geht richtig gut los. Ja, das verspricht eine sehr interessante Partie zu werden. Da sehen wir diesen wunderbaren Alleingang nochmal. Keiner kann ihn aufhalten. Er lässt die Abwehr einfach stehen. Das ist unwiderstehlich, wie er da abgeht. Okay, dieses Tor gucken wir uns gerne nochmal aus einer anderen Perspektive an. Sie sind jetzt also in Führung. 1-0. Katzande. Numato. Super Pass. Klasse Pass. Da ist die Flanke ins Zentrum. Sie haben den Ball, aber bekommen sie ihn auch raus? Maluleka. Da ist Platz auf dem Flügel. Er will den Ball. Da
jetzt müssen sie aufpassen. Könnte der Ausgleich werden. Weiter gefährlich. Erst diese herrliche Parade, jetzt noch diese sichere Aktion hinterher. Gute Szene. Da wissen Sie natürlich, bei wem Sie sich bedanken müssen. Sonderlob hier für den Keeper. Maluleka. Pass auf außen. Der Ballverlust. Da ist jetzt Platz. Jetzt hat er Platz, jetzt muss er flanken. Gute Aktion, die Gefahr erstmal vorbei. Maluleka. Auf dem Flügel ist jetzt Platz. Da können sie jetzt flanken. Könnte gefährlich werden, es gibt Ecke. Die Ecke kommt. Der Ausgleich. Jetzt wird es hier spannend. Das ist natürlich klasse für die Zuschauer daheim. Das ist eine richtig interessante Partie. Diesen Treffer schauen wir uns gerne nochmal in der Wiederholung an. Da kommt er mit dem Kopf dran. Die Ecke kam aber auch genau auf den Punkt. Nochmal der Treffer. Diesmal aus einer anderen Perspektive. Sie haben hier also den Ausgleich geschafft. 1-1. Sie verlieren den Ball. Tolles Zuspiel. Gefährlich. Der Angriff könnte was werden. Tor. Doppelschlag. Was ist denn hier los? Sie legen direkt nochmal nach. Sie sind im Moment wirklich unaufhaltsam. Und wieder treffen sie. Zwei Tore binnen so kurzer Zeit. Wahnsinn. Hier nochmal dieser Treffer. Aktueller Spielstand jetzt also 2-1. Lumato. Schöne Aktion. Macht er gut. Ball kommt rein. Keine gute Flanke, einfach zu halten. Maluleka. Mit viel Auge holen sie sich da den Ball. Klasse. Ja, gut, sie machen da Druck jetzt. Ball ist im Aus. Maluleka, Katsande. Ja, mit viel Übersicht. Kann er was draus machen. Die Hereingabe jetzt ins Zentrum. Da können Sie erst mal klären. Es gibt 3 Minuten obendrauf. Minimum of 3 minutes of added time. Oh, das sah vielversprechend aus. Katsande. Ballverlust. 3 Treffer haben wir in Durchgang 1 gesehen. 2-1 der Pausenstand. Anpfiff zur zweiten Hälfte. Guter Pass, so machen sie das Spiel breit.
Er kann ihn reinbringen. Super Aktion. Das ist die Balleroberung. Unwiderstehlich. Die Chance auf den Konter. Jetzt gibt es hier vielleicht die Chance. Die Riesenchance. Ein klasse Tor. Da hat man wieder mal gesehen, wie schnell die sind, wie schnell die umschalten können. Das war ein nahezu perfekter Konter. Nach diesem Treffer steht es nun 3-1. Ja, schwacher Ball hier. Weg ist der Ball. Sieht vielversprechend aus. Erstmal keine Gefahr mehr. Gut gelöst. Jetzt gibt's Einwurf. Nicht weit weg vom Tor. Klasse Pass. Da trennt er ihn vom Ball. Energischer Zweikampf, geht mit Eckball weiter. Das sieht gut aus, was er bisher macht in dieser Partie. Der macht da vorne im Sturm mächtig Alarm und einmal hat der Ball ja auch schon gepasst. Ecke in die Mitte. Ball erstmal weg, gute Aktion. Den Ball kann er klären. Stendera. Ja, könnte was werden. Sieht gefährlich aus. Und die Flanke. Die kurze Variante. Seine Zuspiele sind heute sehr genau. Sie haben Platz. Und geklärt hier vom Torhüter. Und da ist der Ball wieder weg. John Guidetti. Guidetti! Da klatscht der Ball an den Pfosten. Muss Einwurf geben. Was macht er draus? Zieht nach innen. Der Kopfball, eigentlich eine gute Chance, aber am Ende fast harmlos. Ja, ne? Ja, kein Grund zur Aufregung, er hat da nicht richtig getroffen, muss er abwarten. Das Zuspiel draußen auf dem Flügel. Gefährlich! Ball ist weg, aber geht da noch was? Super Aktion, gut geklärt. Da haben sie Platz, jetzt vielleicht der Konter. Weiter gefährlich hier. Er spielt den Pass auf den Flügel. So, Gefahr bereinigt, Ball ist weg. Aus so einer Konterchance müssen sie eigentlich mehr machen. Korb. Sauberes Tackling von ihm. Kurzer Blick zur Uhr. Viertelstündchen haben wir noch. Jannis Horn. Fängt diesen Ball ab. Sie kommen jetzt über außen. Super Aktion. Das ist die Balleroberung. Unwiderstehlich. Waldemar Anton. Das könnte eine Gelegenheit werden. Er passt auf und wirft sich in den Schuss. Es gibt Einwurf. Der Ball ist im Aus. Stendera.
ich glaube, das war natürlich kein guter Pass. Der Blick auf die Uhr, 9 Minuten bis zum Ende. Pass geht über die Seitenlinie, das ist Einwurf. José Vélez, Waldemar Anton. Klasse Pass! Da kommt der Schuss. Ganz stark abgeblockt. Ecke kommt rein. Ball kam gut, aber erstmal ist die Gefahr bereinigt. Jetzt geht es mit einem Einwurf weiter. Korb. Genki Haraguchi. Kurze Hereingabe. Der geht nicht rein, jetzt vielleicht. Und da kommt die offizielle Nachspielzeit. 2 Minuten sind es noch. Geht gut dazwischen. Weg ist der Ball. Und jetzt der Rückpass. Macht er gut. Ja, könnte was werden. Dominik Kaiser. Da ist er drin. Ein tolles Tor. Da kommt er rein und macht gleich sein Tor. Alles richtig gemacht mit diesem Wechsel. So, jetzt also doch noch. Spät im Spiel, der Anschlusstreffer. Geht da noch was? Ja, es ist gleich Schluss hier und das wäre ein Ding, wenn sie tatsächlich noch den Ausgleich packen. Okay, dieses Tor gucken wir uns gerne nochmal aus einer anderen Perspektive an. Zu 2 also. Da ist alles drin. Und das war's. Das Spiel ist beendet. Egal ob Freundschaftsspiel oder Pflichtspiel, verlieren ist nie schön. Ja, da müssen Sie jetzt einfach Ihre Lehren draus ziehen. Einen Test kann man schon mal verlieren. Da ist nichts Schlimmes passiert. Ich glaube, er war heute einer der besten Spieler seiner Mannschaft. Wie siehst du das? Er hat heute sein Tor gemacht. Hat dann am Ende auch den Sieg eingefahren. Das ist Grund zur Freude, keine Frage.